Also ich bin damals zur Diakonie gekommen mit sehr großer Verzweiflung, aber auch sehr viel Hoffnung. Andere gehen in andere neue Beziehungen fertig aus und leben weiter. Ich konnte sowas noch nie und ich habe da mir dann immer die Zähne dran ausgebissen und, ja, und so halt dann auch der Sucht dann wieder. Ich hatte nicht Angst vor diesem Gespräch. Es war ein Unwohlsein, einfach weil man die Situation für sich nicht abchecken konnte. Man wusste überhaupt nicht, was erwartet einen, was will derjenige, wie wird man empfangen, wie wird man behandelt auch. Am Anfang, wo ich die Treppe darauf gegangen bin, habe ich irgendwie gedacht, da steht dir alles auf der Stirn geschrieben, wie was für ein schlechter Mensch du bist oder auch nicht. Und jetzt kommst du da rein, da werden sie alle mit dem Finger auf dich zeigen. Ich merkte eigentlich, dass die Schritte immer schwerer wurden, immer noch die Möglichkeit bestand, für mich umzukehren. Aber ich habe mich dann durchgerungen durch dieses dunkle Treppenhaus, ja, und dann Tür aufgemacht und dann war eigentlich der Bann gebrochen für mich. Hallo. Den Empfangsbereich, der hell war, schön war, wurde freundlich empfangen mit einem guten Morgen. Fand ich schon mal gut. Ja, dann der Wartebereich. Es gab was zu trinken, was ich sehr positiv fand, gerade wenn man nervös ist, dass man ein bisschen was in der Hand hat und seine Nervosität ein bisschen überspielen kann. Nee, macht einen vernünftigen Eindruck. Man fühlte sich wohl von Anfang an. Also ich hatte es mir eigentlich schmuddeliger vorgestellt und war froh, dass es sauber war. Der offene Sprechstunde der Diakonie gefällt mir besonders gut, dass man da einfach hingehen kann, eigentlich ohne Termin zu machen. Man hat die Uhrzeit und dann kann man dann da hingehen, schellen und ja, man kann sein Anliegen vortragen. Das Beratungsgespräch fing mit einer ganz freundlichen Sozialarbeiterin an, die mich freundlich begrüßte, die sich gefreut hat. Die sagte, ich freue mich, dass Sie da sind, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Und die mir auch gesagt hat, dass wenn ich will und bereit bin, dass es Wege, Lösungen gibt und dass ich dabei unterstützt werde. Und das war erstmal eine sehr kräftige Aussage, die mich auch motiviert hat, dann weiterzumachen. Hoffnung einfach, die hat Hoffnung geweckt. Ne? Ja, das war es eigentlich. Ich war an der richtigen Adresse. Es war gut, dass ich gekommen bin. Meine Erinnerung, was mir daran gefallen hat, an der offenen Sprechstunde bei der Diakonie, ist halt, es ist halt sehr objektiv, zielorientiert, wie gearbeitet wird. Und da sitzt niemand, der einem dann sagt, was der richtige Weg für einen ist. Es wird nachgefragt, was man für Vorstellungen hat und darauf wird dann hingearbeitet. Was mir besonders gut gefallen hat, ich wurde nicht gedrängt. Es wurden mir Vorschläge, es wurden mir Sachen angeboten, aber ich wurde nicht gedrängt und gesagt, du musst das machen. Solange die Träume noch größer sind als die Erinnerungen, ist man noch im Spiel.